Hallöchen, herzlich willkommen zu einer Folge Minecraft mit dem Daniel Und dem Sebastian, hallo. und wie ihr seht, ja, wie erklären wir das? Wir haben mal gefragt gehabt auf Twitter in der letzten Woche oder vorletzten Woche, je nachdem wann dieses Video rauskommt oder vorvorletzten Woche, wann oder ob jemand sich dafür interessiert, dass wir mal unsere alten Adventure-Maps spielen und dabei auch ein bisschen tiefer in die Materie gehen, was wir uns bei was gedacht haben, wo vielleicht Anspielungen sind, auf die keiner gekommen sind. Genau, und Ist herausgekommen ist jetzt, dass wir mit GBE2 anfangen. Mit GBE1 weiß ich nicht, da hatten wir kurze Zeiten überlegt gehabt, sagen wir es mal so, wenn es überhaupt überlegen ein ja, richtiger Begriff also wäre. vielleicht machen wir es noch, aber zu der Karte kann ich am allerwenigsten Genau, erzählen. und da auch GBE2 eines der Maps ist, die am verbreitetsten ist und teilweise heute noch gespielt wird, haben wir uns gedacht, fangen wir damit an. Diese, glaube ich, die letzte, die der Daniel erstellt hatte damals. Ja. Und entsprechend, ja, erzählen Genau. wir am besten hierzu was. Auch Fact Nummer 1, wir spielen auf der Minecraft 1.8 0, also ja. Das ist schon mal eines der ersten Sachen, die viele Leute gegebenenfalls falsch machen, weil sie dann natürlich auf 1.8.9 oder so gehen und dann klappt es wieder nicht mit vielen Sachen. Wir sprechen auch keine Person direkt an. Nein, wir haben natürlich in den letzten Jahren auch ein paar Let's Plays zu der Map gesehen. Da kann man dann auch mal ein bisschen so einhaken, was uns aufgefallen ist, was manche vielleicht gemacht haben, etc. Friedlich wird erzwungen, ist gelockt, Wolken habe ich aus. Spieler 1, das ist auch wichtig, weil zu den damaligen Mechaniken, die ich benutzt habe, gibt es halt hier Befehle in Command-Blocks, die At bei. P. Genau, bei mehreren Spielern. Oh, und Moment, kurze Pause. Geschätzte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, bitte beachten Hey, Sie Durchsage 10, wir folgenden wollen Chinesisch kaufen, das Essen Inva. in der Kantine schmeckt scheiße. Siehst du nicht, dass ich gerade eine Durchsage mache? Oh, sorry, ja, was, möchtest du auch was? Ja, ich nehme auch eine Portion. Okay, dann tschö. Was wollte ich denn jetzt sagen? So, das war eine Durchsage, dazu kommen wir gleich nochmal. Was wollte ich gerade sagen? Genau, also mit dem Park, mit den Command-Blocks, die wir damals in Version 1.7 bzw. 1.8 benutzt haben, als die Map rauskam in 1.8, funktionieren so nicht mehr in neueren Versionen. Und so weiter. Diese Durchsagen, dazu komme ich gleich noch. Chat sichtbar, ja, Adventure, Sounds on. Das RP, was hier benutzt wird, das Genau. ist auch in dem Pack Das ist enthalten. in der Map drin. Funktioniert allerdings, wie gesagt, automatisch, glaube ich, wirklich nur, wenn man 1.8 nutzt. Wenn man 1.8.9 nutzt hatte, teilweise gab es dann wieder Probleme bei manchen, die es zumindest auf Ja. YouTube gezeigt haben. Da war das Pack dann halt nicht automatisch ausgewählt. Und dann wurden manche Sachen halt missverstanden, links auf den Tafeln nach dem Motto, ist ja schon angelegt. So, ja, genau. Ja. So, das können wir, glaube ich, überspringen. Das ist alles für Genau. uns klar. Keine, also Regeln, das meiste Blöcke abbauen geht im Genau. Adventure Mode nicht und so Was weiter. wir jetzt hier vorhaben in dem Video ist, wir spielen das Ding nach bestem Gewissen durch. Ich denke mal, wir werden nicht alle Smaragde finden, Ich die hier habe, verteilt sind. genau, ich denke mal aber so ein Großteil Ein schon. Großteil. Wird wahrscheinlich 2 bis 5 fehlen am Schluss. Und was natürlich bei vielen Leuten, was ich immer gesehen habe, die diese Maps gespielt haben, ja, ich will nicht sagen, was sie falsch gemacht haben, aber was sie größtenteils aufgrund von Erfahrungen mit anderen Adventure-Maps vielleicht einfach anders gemacht haben, ist, die gehen straight zum nächsten Ziel oder haben halt sich irgendwie eine Sache gesetzt, aber sie erkunden die meisten oder diese Map Nicht. meines Erachtens nach zu wenig. Ja. Und das wollen wir hier mit diesem Video einmal ein bisschen zeigen, wo man überall auch Sachen Genau. finden kann, was man auch sieht, wenn man mal sich ein bisschen umguckt in den Räumen, weil oft es manchmal so ist, Leute sehen einfach die nächste Tür und gucken gar nicht mal um 180 Grad, wenn Ja. sie durch den Raum gehen oder so. So. So, es fängt an. Story in GBE1 hatte man eine Ausbildung absolviert und mehr oder weniger klingt das jetzt hier ein und man hat die Ausbildung geschafft. Also du hast es geschafft, du bist ein ausgebildeter Agent der Goleme Freiheitseinheit, kurz GBE. Du wurdest nach deiner Ausbildung zum Hauptquartier geschickt
um nun deine erste Mission zu bestreiten. Die GWE rettet Golems aus verzwickten Situationen und du hast nun die offizielle Lizenz zum Retten. Also Agent, auf geht's, viel Glück dabei. Genau. Und was man hier auch so ein bisschen schon teilweise merkt, es ist ein sehr leichter, vielleicht sogar schon flapsiger Ton, den die Schilder hier überall machen. Ja. Oder der Daniel in dem Fall hat das ja hier alles gebaut. Zum Großteil. Ich glaube, ein paar Mal habe ich ein paar Blöcke mitgeholfen zu Ja. setzen. Aber zum Großteil ist das so ein lockerer Ton. Die Gags sind, ja, überhaupt, es sind Gags da, Es sind die in. vorpubertär, wir waren gar nicht mehr in der Pubertät, aber es war so ein Pubertätshumor, so Pipi-Kaka-Haha. So, es gibt hier, werdet ihr gleich sehen, Bäume, die ich mir aus Planet Minecraft gezogen habe und die habe ich von jemandem namens Walks on Rocks benutzt. So, in der Mitarbeiter-Lounge kannst du deinen Spawn setzen. Hier ist übrigens ein Schaubild, wie sowas aussehen kann. Da hat, glaube ich, nie einer in Ja, Let's da Plays guckt nie reingeguckt. einer rein. Das war auch In genial. einem Spind kannst du deine gesammelten Items lagern. Hier ist auch nochmal so ein Spind. Der Missionslog gibt deine aktuelle Mission an. Manche Türen gehen bei Annäherung auf und zu. Es waren so sonstige Infos. Den Missionslog, den kann man sich holen. Den kann man übrigens verpassen, wenn man da nicht reingeht. Ja. Haben bestimmt auch einige Ja, geschafft. ja. Jeder Agent bekommt von uns einen Partner zugewiesen. Hiermit geben wir bekannt, dass sie in Zukunft mit unserem besten Agenten kooperieren werden. Er ist schnell, lautlos, cool, stilsicher, durchtrainiert und absolut in Topform. Kumpel Kürbis. Ihr werdet prima zusammenpassen. Auf ein gutes Gelingen. Übrigens, falls das in Englisch übersetzt worden wäre, also hätten wir da noch Bock zu gehabt, Ja. wäre das Pumpkin Paul gewesen. Also auch so eine, wie heißt das? Alliteration? Alliteration, genau. Hier ist Kumpel Kürbis. Hui. Genau. Score, um von ihren Mitarbeitern und den Freunden angeben zu und anzugeben und Eindruck zu schinden, haben wir ihr im Gebäude, in dem Gebäude, meine Fresse, in dem Gebäudekomplex überall Smaragde versteckt. Oder jemand hat sie irgendwo liegen lassen. Wie dem auch sei, der Finder behält sie, es zählen nur Smaragde aus Ton. Viel Glück Ja. beim Suchen und Und Finden. ich glaube, das hattest du damals gemacht, allgemein, um den Spieler ein bisschen Ja, das Erkundungs. Erkunden Ja. nahe zu liegen Genau. oder zu legen. Hier nochmal, das ist ein Apfel, zählt nicht. Das ist ein Smaragd, der zählt plus eins vom Score. Also wenn er in einer Truhe ist, das ist ein Fisch, zählt auch nicht. Ganz, ganz wichtig, der Fisch. So, hier, wenn wir ganz blöd werden, man kann nicht zurück, man muss dann die Schleife nochmal gehen. Kann man sich das alles nochmal angucken. Genau. Und hier ist abgeschlossen, weil wir müssen die Truhe öffnen. Ich weiß gar nicht. Also da startet es eigentlich gleich wirklich. Das, was wir jetzt alles hatten, war so eine Art Tutorial-Raum. Ja, hier steht Briefing, also das waren sozusagen die Genau. ganzen Einstellungen, die man machen muss, bevor man das Worauf wollte ich beginnt. jetzt hinaus? Das war das Vorgeplänkel. Das war das Vorgeplänkel. Ich wollte jetzt irgendwas Spezielles sagen. Ach so, das Gebäude. Genau, du kannst ja mal den ersten Smaragd holen, den es hier so gibt. Ja. So wie ich das mitbekommen hatte, war aber der Raum, den wir jetzt hatten, auch nicht unbedingt der Start von dem Gebäude, das du Nee, ich habe gebaut hast, das ne? Büro von Mr. Vom Boss zuerst gebaut. Das ist hier der Genau. Chef. Und erst relativ spät ist auch vielleicht falsch, aber etwas später erst ging es dann natürlich reihum. Also irgendwann hast du natürlich auch die Hülle des ganzen Gebäudes gebaut, aber was wir bestimmt nachher auch nochmal sehen werden, wenn wir mal durch ein paar Wände hauen. Ja, machen wir ganz zum Schluss alles dann. Sieht man, das Gebäude ist natürlich nicht zu 100% gefüllt Ja, da ist mit super dem viel Luft Inhalt, drin, ne? Da habe aber man muss natürlich so ein bisschen das Gebäude vom Aufbau So, wahren. diese Durchsagen, was ich auch noch sagen wollte, die wir gerade gehört haben, die kommen alle 10 Minuten. Das ist ein Zufallsgenerator. Ich glaube, ich habe, was ist 4 mal 8? 32 Durchsagen müssten es sein. Die sind aber, es gibt einen Zufallsgenerator, der wählt zwischen 1 und 4 und je nachdem, wo er dann ist, wählt er nochmal zwischen 8 Durchsagen durch. Okay. Das hat halt mit der Länge von Redstone-Leitung zu tun. So. Guten Tag, Agent. Melden Sie sich in meinem Büro, um sich Ihren ersten Auftrag abzuholen. Ihr Boss, Mr. Boss. Willkommen im Team. Das heißt, wir müssen zu Mr. Boss. Und theoretisch hätte man jetzt hier lang gehen können und dieses nette Item, was hier zu finden ist, total verpasst. Ein Missionslog. Es gab Leute, die haben versucht, den zu benutzen oder so, aber hier steht, was man machen muss. Falls du einmal vergessen hast, was eigentlich gerade deine Aufgabe ist, dann verwende den Missionslog. Halt es in der Hand und schaue nach unten, um deine aktuelle Mission zu erfahren.
Zack. Geht zu Mr. Ja. Boss Büro, das wird zu schwer. Nicht das ist übrigens ein Feature, was relativ spät eingebaut worden ist, weil in ein. Also, man muss das so ein bisschen so sehen. Der Daniel hat das, die Map begonnen, da war 1,7, 9 oder 8 vielleicht sogar. Nein, 1,8 noch nicht. Okay. Auf jeden Fall, er war so ein bisschen scheu, was Command Blocks angeht. Immer schon. Immer, also möglichst alles nicht mit Command Block, sondern alles mit Redstone. Ja, pass auf. Zumindest keine Scoreboards. Ja, genau. Und er ist relativ spät. Ich weiß nicht, ob ich ihn überzeugt habe oder ob das einfach kam. Kam auch dann das Missionslog dazu und das ist natürlich aufgrund von Command Blocks funktioniert natürlich. Genau, da wird dann halt der Blickwinkel. Und ihr werdet auch im Laufe der Map sehen, dass irgendwann Sachen kommen von der Funktionsweise, die glaube ich dann Command Blocks. Ja, da werden wir dann aber auch dann speziell benötigen. Sagen, und am Anfang ist mehr mit Pistons noch und richtig Hardcore Redstone. Ja. Wobei Redstone zieht glaube ich zum Großteil, zieht sich komplett durch die Map natürlich. Mhm. Übrigens, wichtig war hier auch die Mindestsichtweite von 16 Blöcken. Warum? Weil manche Teile der Map so weit entfernt waren, die dann geöffnet werden mussten. Also eine Tür musste geöffnet werden, die irgendwo am anderen Ende der Map ist. Ja. Und du hattest noch keine Piston-Repeater oder so eingebaut, die ausfahren ab einer bestimmten Redstone-Länge oder so, die dann ausfahren und wenn der Block dann geladen wird, dann wird erst der Kreis geschlossen. Ja, das habe ich dann so gelöst. Das habe ich so gelöst dann. Ach so, okay. Weil die Chunks müssen natürlich geladen sein, wo was passiert. Ja. So, hier sieht man auch noch was ein bisschen zu dem Ton der Map. Hier ist Briefing, Einweisung, Partnervermittlung, Mitarbeiter-Lounge, Kick und die Abstellkammer. Da merkt man auch schon so kleinen, unterschwelligen Humor. Hier haben wir den Fahrzeughanger, Flugzeughanger, Schiffsky, Bobbycar-Verleih, Werkstatt, Elektronik, Mechanik, Hydraulik. Ist aber irgendwie zugemauert, weil das U-Boot gesunken ist und dann hat es natürlich unter Wasser noch Feuer gefangen. Ja. Das ist natürlich ganz, ganz, ganz schlimm. Deshalb haben wir den Sektor dicht gemacht, um die Katastrophe einzudämmen. Warten wir einfach ab, bis sich alles wieder beruhigt hat. Ich weiß gar nicht, ist das zugemauert, weil dahinter direkt der Briefingraum ist? Nee, der ist unter uns. Nee, der ist unter uns. Ja, okay. Dahinter ist meines Wissens ein etwas größerer Hohlraum. So, ich hole mal eben nochmal. Habe ich hier jetzt hier? Den habe ich rausgenommen. Den hat übrigens. Hier, guck mal kurz auf den Monitor. Wir haben. Ich glaube, da habe ich teilweise sogar mitgeholfen. Es gibt hier mehrere Bildschirme. Ja. Und anders als man später. Moment, wir können uns das jetzt mal an. Nun Ziehung des Gewinners unserer Firmenauslosung. Gewonnen hat der Mitarbeiter mit dem Los 03851. Oh mein Gott, das war ja ich! Also, du kannst mal kurz das Achievement... Ja genau, hier gibt es auch Achievements, das heißt, wenn man irgendwie, keine Ahnung, was Lustiges anstellt oder irgendwo hingeht, was vielleicht ein kleines Easter Egg beinhaltet, dann gibt's ein Achievement. Hier ist es der Ausbruchversuch. Man kann theoretisch gehen, aber man lässt einen nicht. Das ist, glaube ich, auch eine Sache, die natürlich über Command Blocks gelöst ist, dass die immer die Position des Spielers abfragen. Okay, hier sind Lieferscheine von Jupp Fitzpatrick, den fast 80% der Leute, die diesen Let's Play zugemacht haben, Fitzpatrick ausgesprochen haben. Hier geht's meistens darum, wir haben etwas bestellt, hier ist etwas geliefert worden, was wir nicht bestellt haben, weil wir etwas bestellt haben, was sich so ähnlich anhört, was wir bekommen haben. Und dann immer zurück zum Absender, weil wir verdammt nochmal kein XY brauchen. Hier ist es ein Schwein. Ich weiß gar nicht mehr, wie man Schweine nennen musste. Da gab's, glaube ich, zwei Namen, wie ein Schwein heißen muss oder wie etwas heißen muss. GOF. Wie hieß der Entwickler? Irgendeiner. Naja, auf jeden Fall dreht das dann die Entities um. Ja, genau. Hier gibt es noch zwei weitere. Ja, die gucken wir uns jetzt nicht unbedingt an. Aber was ich jetzt sagen wollte, die Bildschirme, da habe ich ja vorhin angesetzt, da kam die Ansage. Da habe ich ein bisschen sogar mitgebaut. Da gab es damals, glaube ich, noch nicht. Oder es gab nur vereinzelt so Map-Generatoren, die dann Bilder einlesen und dann machen die da ein Bild draus. Wir haben es allerdings anders gemacht irgendwo. Da werden wir vielleicht am Ende unserer Reise nochmal hinfliegen. Ja. Irgendwo hier auf der Riesenmap sind alle Bildschirme zu sehen. Also die kann man angucken. Und das sind halt wirkliche Maps, die ein Teil auf dieser Karte darstellen, um den Bildschirm zu zeigen. Ja, und ich weiß nicht, wie viele Bildschirmvarianten es gibt. Sehr viel, ja. Hier oben ist keine Truhe versteckt. Hier ist gesperrt. Genau. Hier. Das ist auch ganz oft so. Wir haben, das gibt hier
Türen, die ins Nichts führen, einfach nur um zu simulieren, es ist hier natürlich ein Riesentrakt oder eine Riesenanlage, was natürlich dann in dem Fall nicht unbedingt so ist. Raum mit Millionen, weißt du, was das eine Anspielung drauf ist? Ich gehe mal davon aus, dass das bei Invader Sim. Ja, genau, es gibt halt die, für die, die es nicht kennen, es gibt eine Cartoonserie von Invader Sim, hieß die. Es war irgendwie so ein Alien, der die Erde unterjochen will und deshalb unter den Menschen geheim lebt. Und irgendwann gibt es eine Folge, ich weiß auch nicht mehr den Kontext, da gab es eine riesige Bestrafung, wenn du das und das nicht machst, dann kommst du im Raum mit Elch. Und dann war da halt so ein riesiger schwarzer Raum, wo einfach nur so ein Elch drin steht und auch auf einem Büschel Gras rumkaut. Ja, und das war halt total schrecklich. Das war halt der totale Horror, weil der natürlich als Alien... So, Büroräume, Lager, also ich habe mal, Moment, hier habe ich noch nicht drauf geguckt, da habe ich einfach nur mal kommentarlos drauf geguckt, was es da so gibt. Einkauf, Verkauf, Einkauf, Postannahme, Paketstelle. Genau, da ist dieser Fitzpatrick so. Ja, genau. Ne? Das ist ein Golem, glaube ich. Ja, ja, der sitzt hier in den Truhen, die man alle nicht anklicken kann, bis auf die hier. Ist dann immer Unterschied Redstone-Truhe und die normale Truhe. Und ich gehe nochmal... Oh. Ist das mein Wecker? Das ist dein Wecker, ja. Ja, geh mal raus, ich geh mal zu meinem Wecker und unter der Brücke, weißt du, ob da ist ein Smaragd. Ja. Ich muss mich hier eben kurz rauskämpfen. So, wir gehen mal raus, wir waren vorhin hier oben auf der Brücke. Und man kann ja auch komplett rumlaufen, das werden wir später auch noch tun, wenn wir, ich sag mal, der Story so ein bisschen linearer folgen. Ja. Hier können wir noch eine Truhe einheimsen. Ich quietsche hier mal eben meinen Stuhl wieder rein. Und genau. Das ist zu da vorne, ne? Ja. Ja. Da gehen wir nachher nochmal hin. Das sehen wir dann alles nachher. Mhm. Was hier, glaube ich, noch ganz cool ist, irgendwo gab es, glaube ich, eine Truhe, da stand dann oben oder so, aber das war umgedreht. Da, ich glaube, die da hängt. Ja, da haben wir mit Zahlen. Warte, was? Wir haben Optifine drauf. Gab es da nicht einen Zoom? Oh, Basti hat den. Options, Controls, rechts. Zoom C, okay. Genau, da haben wir halt mit Zahlen dann oben. Also, wenn's verdreht wäre, wird da oben stehen. Ne? Genau. Ich glaube, die Truhe hier hatte auch noch ein. Achso, nee, ein Lieferschein 150. Der kann man ja nicht öffnen, ne? Von daher. Nee. Wir gehen mal wieder rein. Ja. Hier ist noch eine Truhe. Ja, weil da ist, glaube ich, auch wieder nur eine Jupp-Beschreibung. Wir werden die jetzt nicht alle öffnen und uns durchlesen. Ja. Das sind meistens mit irgendwelchen Gags. Ja, ja, wir haben was, wie gesagt, wir haben was bestellt, aber das, was wir bekommen haben, hört sich nur so ähnlich an, wie das, was wir bestellt haben. Genau. Das ist auch ein Raum später, wo wir reinkommen. Das ist auch eine ganz tolle Sache, die nicht nur hier in GBE 2, sondern auch in der ersten Map, beziehungsweise in der Anti-Serum-Map, die wir vielleicht sogar als nächstes uns so angucken werden, ja. Die ich eigentlich ganz cool finde, ist, dass man in jedem späteren Raum, und nicht in jedem, aber in vielen, entweder einen Sichtpunkt auf einen anderen Raum, den man vorher betreten hat, hat. Oder es gibt ein bisschen Backtracking, aber natürlich nicht so extrem, dass es langweilig wird. Also man hat immer so ein bisschen Bezug auf eine gewisse Menge an Räume, die werden dann nicht unbedingt immer mehr oder es öffnet sich dann mal 2, 3 weitere Räume, aber immer ist dann irgendwie was im Zusammenhang mit den älteren Räumen. Mhm. Das war halt immer ganz cool. So, wir gehen mal hier so weiter. Genau, auf die Schilder. Ich weiß nicht, ob ich da lang genug drauf geguckt habe rechts. Hier geht es nämlich zu dem Haupttrag, T-Punkt etc. Aber was ganz wichtig ist, ist hier Mr. Boss Büro. Genau. Und deshalb gehen wir mal hier lang. Dann gab es hier so einen langen... Was ist denn dahinter? Da ist der Raum mit Melone. Okay. Der ist halt mega hoch. Und hier ist die Mitarbeiter-Lounge von der anderen Seite. Ah, okay. So, okay. Ja, dann haben wir hier ein Agent des Monatsbrett, wo Kumpel Köbis nochmal aufgegriffen worden ist. Der muss ja mega gut sein. Ja. Und dann gibt es hier so ein schwarzes Brett, wo eigentlich fast jedes Schild in irgendeiner Weise dämlich ist. Ja. Nennen wir es mal dämlich. Aber auch teilweise Hinweise. Also hier diesen Datenträger für 8 Credits, den werden wir später noch benötigen. Mhm. Das wird ja dann aber natürlich erklärt, aber hier schon mal auch immer irgendwelche Zusammenhänge, dass das ein bisschen in diese Welt, sag ich mal, einen reinsaugt. Übrigens links unten, Müllmann Günne wird heute 48, das gibt's auch noch als Durchsage. Ja.
Ja. Denk mal, die restlichen Hilfe habe durch null geteilt. Ja, die restlichen Schilder könnt ihr euch gerne mal angucken oder auf Pause kurz drücken und dann kurz schmunzeln. Wir gehen einfach mal weiter. Genau, dann gehen wir direkt hier links zu einer Mitarbeiter-Lounge. Also jetzt hier gleich links. Und guck mal, hier sind Datenträger sogar. Also ich sieht man auch gleich hier. Da USB-Sticks sind es eigentlich so gesagt. Mhm. Ne? Also. Diese Mitarbeiter-Lounges, die waren, ich weiß nicht, war richtig wichtig im Sinne von, du musst da deinen Knopf drücken, sind sie nicht. Mhm. Allerdings gibt es später Punkte, wo du vielleicht natürlich sterben kannst. Ja. Und dann machen sie Sinn. Also man sollte. Dann machen sie Sinn, weil man sonst einen mega langen Weg von seinem letzten Mitarbeiter-Launch-Punkt wieder zu dem Punkt muss, wo man da gestorben ist. Aber es gibt wenig Punkte, wo das wirklich der Fall ist. Okay. Dann haben wir hier die Haupthalle. Ja. Ist eigentlich eines, ich finde es eines der schönsten Räume, wenn man das so nennen kann. Mhm. Hier gibt es ein, hier geht es natürlich zu Mr. Boss. Dann haben wir da die Mitarbeiter-Lounge, hier diese Datenträgerausgabe, die wird dann nochmal erklärt. Ach geil, übrigens, ich glaube, es gab nicht nur einen, sondern mehrere, die dachten, die Smaragde wären Credits. Das hat sich dann aber später, als man dann die Credits bekommen hat, herausgestellt, dass es Münzen sind. Ja. Die Golems haben auch alle Namen. Genau. Den Fitzpatrick haben wir ja vorhin gesehen, den Golem in der Rezeption, weiß ich nicht, ob wir den angeguckt haben. Ja, der hatte, ich glaube, war das Gilbert? Gilbert war das. Und das hier ist Archibald. Übrigens, das sind beides Golems, die dann mehr oder weniger auch in GBE1 vorkamen. Wurden quasi gerettet. Die wurden gerettet und eingestellt. Ja. Aber da hatten die, glaube ich, gab es in Map 1 schon ein Ressource-Pack? Nein, das war das Default-Pack, was man benutzt. Hier haben jetzt alle Anzüge. Das finde ich auch ganz cool. Ja, hier kann man noch nichts machen. Das ist auch noch so ein Teil. Die Map ist relativ offen. Allerdings, wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal den Gang lang gehen, in den Sicherheitssektor, viele Türen sind einfach noch geschlossen. Obwohl man hier schon den Flur lang gehen kann, öffnet sich das alles nach und nach. Genau, und das ist auch die Sache mit den langen Leitungen, die wenn es dann halt bei einer geringen Sichtweite in Chunks reinreichen, die dann nicht geladen werden. Sein würden. Genau. Deshalb brauchte man eine minimale Sichtweite von 16 Chunks. Das ist auch so ein Running Gag, den wir nicht nur in GBE hatten, sondern auch auf dem Adrundal-Server damals. Ja, ich glaube, jeder hatte da irgendwie in der Stadt mindestens eine Blume stehen. Ich weiß gar nicht, gibt es hier auch mehrere oder war nur das die einzige? Genau, auf jeden Fall, ist das so ein Running Gag, den wir hatten. Okay, willst du hier noch weiter rein? Ich gehe nicht weiter rein. Ich wollte dir nur zeigen, hier gibt es natürlich, und das ist auch einer der Räume, wo man abkacken könnte, falls man hier reinfallen sollte. Ja. Dann ist hier vorne eine Mitarbeiter-Lounge, glaube ich, da. Eine Durchsage. Hinweis! Bitte beachten Sie Folgendes. In der GBE trennen wir unseren Müll. Bitte benutzen Sie die ausschließlich dafür vorgesehenen Müllbehälter. Oder die Toilette. Oh, jetzt bin ich mit dem Finger gegen ein Mikro gekommen. Wir werden einmal kurz einen weiteren Smaragd holen. Der befindet sich hier, wenn wir hier ganz elegant hochspringen. Und ich hoffe, das werde ich ohne... Ja. Was wichtig hierbei eigentlich ist, dass wir nach ganz oben gehen. Genau, man könnte jetzt theoretisch, da haben wir es gerade gesehen... Dann kommt man aber nicht mehr zur anderen Hälfte. Genau. Wahrscheinlich. So, und dann können wir hier rüber. Und dann musst du mehr oder weniger gegen den springen und unten drauf landen. Ja, genau. Und jetzt musst du rüber. Und jetzt die andere... Ich weiß nicht, ob du die Truhe jetzt schon erwischt. Okay, die ist jetzt direkt über dir. Ja. Mach mal so, okay. Zack. So, und dann können wir wieder runter. Und hier sind Toiletten. Natürlich. Genau, das war auch noch das. Geschlechterspezifisch getrennt. Zwei Gender, einmal männlich. Oh, eine Fresse. Ich werde dich nur angeschrieben. Ja, so, ich mal aus. Übernimm du mal kurz. Ich übernehme mal wieder. Geschlechterspezifisch. Zwei Geschlechter, Herren und Torten. Wie es natürlich richtig ist. Übrigens, wir haben angenommen, wenn wir gleich an einem Achievement sehen, dass der Spielecharakter männlich ist. Ja, divers gab es damals auch noch nicht, falls sich einer beschweren sollte. Genau, regelmäßiger Stuhlgang ist bei der GBE das A und A. So, hier gibt's Toiletten. Ich glaube, hier haben wir sogar Toilette genannt. Übrigens, bei 1.7 war es noch so,
dass die Player Heads in Item Frames ein Tick größer waren, ja, als hier. Also das heißt, die sehen auch wirklich so aus, als ob die um diesen Steinbutton drumherum gewickelt wären. Ja. Aber auch da, ich glaube, fast alles ist irgendwie recycelt, versifft. Das haben auch, glaube ich, viele übersehen. Parfümiert und hier seilt Kumpelkürbis, genau, ab. Der ist übrigens ganz oft in irgendwelchen, ja, Locations, ja, zu sehen, das war gleich auch noch. Hier ist noch ein Lüftungsgitter und hier spannen die, hier haben die irgendwie ein Loch reingemacht und spannen dann ins Damenklo rein. Genau. Und da können wir auch nochmal reingehen. Übrigens, jedes Bild hat irgendwo ein Schild, was wie das heißt und von wem es ist. Hier von Vince van Block. So, gehen wir mal in den Torten. Und wie gesagt, ich hatte angenommen, dass halt der Held mehr oder weniger männlich ist. Deshalb ist man hier ein Spanner, wenn man ins Damenklo geht. Die Elfe von John Chunk. So, und ich meine, hier ist ein Smaragd drin. Ah, da. Okay, alles klar. Das heißt, man muss sich zum Spanner degradieren, um den Smaragd zu bekommen. Hier ist dann auch noch ein Lüftungsgitter hinter und hier ist das Peephole. So. Das sind übrigens Wasserhähne und ein Spiegel. Ja. Das ist aber auch ganz oft so. Man weiß halt als Spieler nicht, ist das jetzt ein Wasserhahn oder soll das ein Hebel sein, der was aktiviert? Ja. Ja, also es ist eigentlich bei uns immer relativ eindeutig gewesen. Ja, obwohl man wusste, also als neuer Spieler auf der Map weiß man es halt nicht. Ja. So, Aufzug rufen. Und hier ist ein super Gag. Übrigens, die Lichtanzeige, die hat, glaube ich, kaum jemand dann beachtet. Die standen dann. Ja, die standen zu weit vor. Ja. Tada, und ein Aufzug ist kein Aufzug, sondern eine Treppe. Sollte irgendwie der Gag sein nach dem Motto, oh, jetzt kommt das ganze Stockwerk runtergefahren oder so. Ja, ja und nein. Es soll einfach nur so. Guck mal kurz ein bisschen auch hoch. Genau. Das ist auch ja so ein langer Flur. Creepelangelo, okay, hat Verzauberung gemalt. Hier gibt's noch Prometheus, Morpheus, also die Raumbezeichnungen sind so Thaddeus und Proteus. Moment, ich gehe noch nicht nah dran, warte, C war also. Jagdtrieb von Jean Lesquit. Oh, Jean Lesquit! Die habe ich übrigens alle selber gemalt. Eigentlich die ganzen Texturen hier habe ich selber gemalt. So, hier ist Frau Himmelstrauch. Und hier ist wieder so eine Annäherungstür, die sich öffnet bei Annähern. Wenn man übrigens habe ich auch ganz oft gesehen, dass die Leute, die sind nah rangegangen, haben aber das Schild angeguckt. Und dann haben die gar nicht den Effekt wirklich gesehen, wie sich die Tür öffnet. Aber das haben die natürlich dann beim Rausgehen. Gut, beim Rausgehen haben sie es nicht so gesehen wie beim Reingehen, weil die sich natürlich in derselben Reihenfolge öffnet und dementsprechend. Okay, Raum 100, Mr. Boss. Und das ist der Raum, den ich als allererstes gemacht habe. Ja. Man kann auch direkt die Truhe hier. Genau, hier ist ein Smaragd drin. Dann gibt's hier eigentlich ein riesengroßer Leerraum. Hier gibt's vier Fenster, die mehr oder weniger unglaublich realistische Darstellung verschiedener Biome, wie heißt das auf Deutsch? Biome? Ja, darstellt. Darstellt. Ein realistisches. Man hat gesehen, da vorne war eine Truhe im Fenster, da kommt man später nochmal hin. Ja, genau. Übrigens, ein Achievement, was keiner wahrscheinlich gefunden hat. Den kann man übrigens an zwei Stellen bekommen. Und zwar muss man einfach irgendeinen Scheiß in Minigolfbahn reinpacken. Aber man kann es nur einmal kriegen. Also man kann es nur einmal kriegen, aber an zwei Stellen hat man die Möglichkeit. Und man kann ja sowieso hier immer wieder zurück. Da hinten ist ein Kirschblütenwald. Hier ist ein realistische Tundra. Unsere Mission ist eigentlich immer noch, hier einfach hinzugehen. Wie wir sehen, ist aber schon mal wieder ein Achievement, Schämlich-Ecke. Ist Mr. Boss nicht da. Ja, das heißt, aber Kumpelkürbis steht hier am Rand. Kumpelkürbis steht hier und ist schon da. Ja. Genau, ich gehe mal nochmal eben kurz hier hin. Ich glaube, der Hauptgag von Kumpelkürbis ist, dass der immer eher an einem Ort ist als man selber. Realistische Hügellandschaft ist eigentlich nur Flachland. Genau. Ich weiß nicht, ob die Truhe, die war auch. Die kann man auch bekommen. Ja. Hier hinter sieht man eine kleine Öffnung. Das ist aber dann später im Spiel. So, und man sieht ja hier, dass Mr. Boss nicht da ist und einige dachten, das Spiel oder die Map wäre dann fehlerhaft. Die haben dann hier diese wunderbar platzierte. Guck erstmal kurz immer schön auf dem Bildschirm. Und das würde ich gucken, dass wir das immer machen. Also wenn es einen neuen Bildschirm gibt, dann sehen wir das. Und hier manche sind halt einzigartig, manche wiederholen sich, aber ja, das ist, glaube ich, eins, was am Das ist einzigartig. GBE Agenten Control Panel, hier sind alle aufgelistet. Gilbert ist hier, der vorne an der Rezeption war. Kumpel Kürbis natürlich ist Japaner. Weiß ich auch nicht warum.
Und boah, was ist das hier für eine Flagge? Funky Groove. Wie ist das? Nee, das ist nicht Venezuela. Keine Ahnung, auf jeden Fall hat er hier in der Konsole stehen, dass er hat irgendwelche Pornos geguckt und sofort sich ein Virus eingefangen. Ja. Die Uhr macht Tick-Tack. Und hier hinten ist ein Papiermülleimer. So, und viele haben dann halt wahrscheinlich erst sehr spät, manche wahrscheinlich, die keine Let's Plays dazu aufgenommen haben, ein bisschen eher gefunden. Also ich hatte das Gefühl, die, die ein Let's Play gemacht haben, die haben es relativ spät gefunden. Gibt natürlich ein paar Ausnahmen, aber Notiz. So, die musste man finden. Einerseits, um zu lesen, wie die Story weitergeht. Neuer Agent, wie ich sehe, schnüffeln sie gerne in den Möbeln ihrer Vorgesetzten. Das merke ich mir, wenn ich ihren Lohn auszahle. Wie dem auch sei, wie sie sehen, bin ich nicht in meinem Büro. Man sagt, sie seien der Beste. Das müssen sie mir erstmal beweisen. Tollkühn wie ich bin, habe ich mich in einem unbeobachteten Moment selbst entführt. Ich war natürlich total überrascht, dass ich mich selber entführe. Das kam alles so plötzlich. Ich hatte auf einmal meine eigene Faust im Gesicht und war außer Gefecht. Naja, das kann hier halt jedem abnehmen, wie das so ist, ne? Und deshalb müssen sie ihr ganzes Know-how auffahren, um mich zu finden. Bevor ich bewusstlos wurde, hörte ich mich selber sagen, dass ich mich in meinem Konferenzraum verschleppe. Also, finden Sie mich in meinem Konferenzraum. Wenn Sie mich dann dort gefunden haben, bekommen Sie Ihren ersten Auftrag. Hurra! Aber seien Sie gewarnt, wie Sie im Verlauf Ihrer Suche sicherlich merken werden, haben Sie hier ziemlich viele Möglichkeiten. Falls Sie mehrere Sachen gleichzeitig machen sollten und an einer Stelle nicht weiterkommen, empfiehlt es sich, woanders weiter zu machen. Das war halt wichtig, um die Credits an die Credits zu bekommen, weil Ja. die ziemlich verstreut waren. Beginnen Sie Ihre Suche mit einem beherzten Druck auf den Knopf bei dem realistischen Kirschblütenwald. Viel Glück, Mr. Boss. PS, ich habe mich in mein Büro zurückgeschlichen, um diese Notiz zurückzulassen. Voll cool, ne? Und dann bin ich wieder in den Konferenzraum geschlichen. Beeilen Sie sich, heute gibt es Gulasch in der Kantine. Ich mag Gulasch. Gulasch. Was stehen Sie hier noch rum? Finden Sie mich. Ach ja, Kumpel Kürbis wird Ihnen ab und zu helfen. Er wird halt, Kumpel Kürbis wird mehr oder weniger uns helfen, indem er einen Block hoch ist und man deshalb an Teile rankommt, wo man ohne ihn nicht rankommt. Ja. Also einerseits hat man hiermit die Missionsbeschreibung aktualisiert. Ja. Noch nicht, erst da hinten dann. Andererseits hat man dann hier hinten was freigeschaltet, was man zwar vorher drücken konnte, das hat dann aber nichts gemacht, aber jetzt macht es was. Nämlich der Knopf bei dem Der war realistischen. also verbunden mit der Genau. Tour. Jetzt kannst du, glaube ich, den Missionslog. Ja, nee. Doch, doch, ist schon aktualisiert. Okay, hier haben wir noch ein Achievement. Finde den Konferenzraum, um Mr. Boss zu treffen. Stelle dafür die Uhr in Mr. Boss Büro auf 3 Uhr und auf 9 Uhr. Okay, das, ja, wird sich gleich zeigen, was damit gemeint ist. Willkommen, wie Sie in diesem Sektor arbeiten. Wenn Sie in diesem Sektor arbeiten, dürfen Sie nur zum Pipi machen, Pause machen. Zeichnet Mr. Boss. Ihre Aufgabe besteht darin, die Uhr zu überwachen. Der Zeiger öffnet meine Nebenräume. Okay. Also eigentlich total Total sinnbefreite sinnvoll. Aufgaben oder Jobs, die es hier gibt. Ja. Es ist natürlich für die Adventure Map in irgendeiner Weise relevant, Ja. dass man da irgendwelche Aufgaben hat. Also es So. ist nicht immer Ich muss um 3 sinnvoll. Uhr in den Aktenraum und um 9 Uhr in den Konferenzraum. Das ist ein kleiner Hinweis, dass man die Uhr gleich auf 3 und 9 Uhr stellen muss, wie es in der Missionsbeschreibung drin steht. Hier sind übrigens die Credits. Ab hier hätte man dann gecheckt, dass die Smaragde keine Credits sind. Genau. Das ist übrigens ein Golemkopf auf der Münze. Ja. Und Kumpel Kürbis jubelt dir zu. Sieht man den von hier? Ja, da hinten. Okay, alles klar. Das ist das in der Uhr. Boah. Das in der Mitte ist die Uhr. Wahnsinn, wa? Okay, das ist die Uhr. Wenn du die Uhr eingestellt hast, bestätige die Uhrzeit, indem du die Truhe unter Mr. Boss Tisch öffnest. Ist wichtig gewesen. Man muss den Zeiger ausfahren. Was das macht, das fährt den Zeiger aus. Und dann muss man hier an- und ausmachen, aber man muss zum richtigen Zeitpunkt ausmachen. Den Zeiger konnte man natürlich nur ausfahren, den kann man nicht wieder einfahren. Ja. Es rattert ein bisschen nach, das hat ein bisschen mit der Redstone-Delay und Genau. Repeater zu tun. Das heißt, man musste den vor, ich sag mal, einen Tick vorher stoppen, Ja, bevor vielleicht sogar zwei oder ich, ja, ich drei. meine nicht Tick mit Klick-Tick, sondern Also halt einen sichtbaren. einen sichtbaren Block vorher. Okay, Mr. Boss ist übrigens CEO, CFO, CIO, CKO und CEO. Das haben wir sogar gegoogelt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Was sind da? Zack, zack, zack. Ich gehe nochmal in den 9 Uhr. Jetzt stelle die Uhr nochmal auf 9 Uhr, dass wir das gleich jetzt nicht nochmal machen müssen. Demweil hören wir eine Durchsage.
Die GBE gratuliert Müllmann Günne zu seinem 48. Geburtstag. Müllmann Günne hat ein Buffet bei den Mülltonnen aufgebaut. Das war, glaube ich, übrigens ja. eine Referenz auf den auf das schwarze Brett. Ja. Und man sieht natürlich hier hinten, wenn man sogar noch ranzoomt vielleicht, dass das Ganze... Sollte sich beeilen und stoppen. Scheiße, ich glaube, ich hab's verpasst. Auf jeden Fall sieht man, dass das mit Pistons funktioniert. Ja. Also als ich das hier gebaut habe, war es noch 1,7. Und dann kam mal irgendwann 1,8. Und ich habe dann, es gibt hier 3x3 Pistentüren, die ich dann alle mit Pistons gemacht habe. Da gab es noch auf unserem alten Channel eine Serie, die hieß Under Construction. Da habe ich das sogar mal gezeigt, wie diese 3x3 Pistentür geht. Und irgendwann dann, als ich auf 1,8 gewechselt bin, habe ich dann, wenn man es dann halt nicht mehr mitbekommt, wenn man auch an der anderen Seite der Map ist, habe ich es dann mit Z-Block-Befehlen gemacht. Füllbefehle gab es dann damals auch noch nicht. Genau, das heißt, man musste wirklich... alle 9 oh, ja. Blöcke einzeln entfernen oder setzen, wie auch immer. Ja, das sehen wir dann aber, wenn wir dann ganz zum Schluss hier im Creator- oder Spectator-Mode durchfliegen, sehen wir dann, wie die Command-Blöcke da angeordnet sind. So, hinten fährt die, so. Also hier, die Blöcke hier sind dann auch zur Mitte gefahren. Ja. Und oh, das habe ich jetzt noch gar nicht so bewusst. Ja, der war hier nach rechts. Ja, ja, genau. So, wir gehen mal erstmal hier lang. Der Block ist auch ausgefahren, im Übrigen. So, wir sind jetzt im Aktenraum. Regulärer Weg wegen Nichtbenutzung zugemauert. Ja, auch gut. Nicht vergessen auch den neuen Uhrraum. So, ja, ich habe hier halt immer, ne, für die halt nicht dieses Spielen oder diese Art... nicht das Spielen von dieser Art von Adventure-Map gewöhnt sind, so rum. Musste ich halt hier überall Hinweise verteilen. Ja, also blöd das jetzt auch klingt, bei der Spieleprogrammierung oder halt jetzt Adventure-Maps in Minecraft, man muss immer davon ausgehen, man hat die dümmsten Spieler der Welt, die da spielen, ja. Und irgendwie muss man alles absichern. Viele haben es ja natürlich sofort begriffen. Genau, aber ne, man muss überall ausgehen, dass irgendeiner es nicht versteht, ja. Oder es irgendwie... kaputt kriegt oder ja, sonst ist immer ganz viel, es gibt ganz viel Sicherheitsmechanismen. Es gibt ein Rätsel in der Anti-Serum-Map, wenn man die dann spielen kann, ich auch noch eine Anekdote erzählen. Da gibt es nämlich eine Schaltung, die haben viele auch kaputt bekommen in Let's Plays sogar. So, um die Zugangsdaten zu bekommen, müssen alle Datencards im Aktenraum angedockt haben, um die Zugangscodes auf den Datenträger zu schreiben. Den Datenträger bekommst du an der Datenträgerausgabe. So. Und für die Datenträgerausgabe braucht man ja einen Datenträger und dafür braucht man 8 Credits. Ich weiß jetzt nicht. Okay, wir haben schon ein bisschen mehr Infos jetzt. Docke alle 4 Datenträger im Aktenraum, das ist der 3-Uhr-Gang, in dem sind wir auch gerade. Und lagere die Zugangscodes zum Konferenzraum. Auf einen mobilen Datenträger. Und den Datenträger bekommen wir an der Datenträgerausgabe. Dafür brauchen wir aber 8 Credits. Ja. Und ich brauche Zugang zum Konferenzraum, da ist dann auch Mr. Boss später, der ist im 9 Uhr Raum, der Zugang dazu. Das 4-stellige Zugangspasswort aus dem, das sehen wir dann gleich, dann greife ich jetzt noch ein bisschen vor. So. Wir müssen jetzt quasi die beiden Fackeln ankriegen, genau. Und dazu müssen wir die Cards aus den entsprechenden. Ja, und was das heißt, hier kann man hochspringen. Es gab vor Mr. Boss Büro ja diese 4, diese 4 Räume, Thaddäus, Prometheus etc. Übrigens, den Sprung hat kaum jemand geschafft in Let's Plays. Das ist, so, hier ist nochmal Kumpel Kürbis. Also wir selber sind eigentlich Jump'n'Run-Legastheniker. Aber dann im Vergleich zu das ist vielen, natürlich. Also es ist immer schwierig, wenn man die Sachen selber baut, genau. Dann hat man das geübt und irgendwie kriegt man das dann einfacher hin als die Leute, die es dann spielen, ohne die Map vorab zu kennen oder so. Hier war hier ein Achievement? Ja, hier war ein doch. Achievement. Genau, hier, das hat auch keiner genommen. Aber woher soll man das auch wissen? Waghalsiger Sprung. Das war jetzt gerade die Tür, die nochmal aufging. Ja. Ich bin echt mal gespannt, ob jemand Waghalsiger Sprung geschafft hat. Also ich meine zumindest von denen, die das als Let's Play gemacht haben, habe ich keinen gesehen. Ich habe mehr oder weniger auch in den letzten Jahren alle Monate mal... das gesucht auf YouTube, ob jemand mal in den letzten Wochen da zu dem Zeitpunkt das mal gespielt hat.
Aber es war nie einer dabei, der da wirklich dann auf die Laternen gesprungen ist. Nee, oder es gab mehrere Let's Plays, die haben dann auch nach 2 Folgen aufgehört, weil denen die Rätsel zu schwer war. Da kommen wir dann aber gleich dazu, wenn wir die Rätsel machen. So, hier kommt man zum Beispiel in die Wüste rein. Hier gibt es einen Emerald. Ich fand, was auch ganz cool war, war hier immer diese Lüftungsschachtgeschichten. Die kamen eigentlich, da kam man sich so ein bisschen vor wie so ein Geheimagent, der gerade in so eine Geheimbasis eindringt. Ja. So, hier haben wir wieder 2 Münzen. Genau. Man kann die Tür öffnen. Hier können wir noch nichts machen. Genau, weil wir wissen nicht, welche Knöpfe wir drücken müssen. Ja. In welcher Reihenfolge oder welche doppelt oder dreifach. Aber man kommt halt jetzt immer in einzelne Räume rein. Man kann die Türen zumindest öffnen. Und man muss dann quasi über Kreuz hin und zurück teilweise, um dann wirklich alle, zum einen alle Räume zu öffnen, beziehungsweise um dann auch schlussendlich die Datencards loszuschicken. Und in jedem Raum, da ist jetzt natürlich nicht jeweils immer ein Knopfrätsel mit Blumen drauf, sondern ich glaube, manchmal ist da gar nichts. Ja, das sehen wir. Ein Sprungrätsel oder so. Genau, hier ist Freue dich. Noch eins machen. Wir sind jetzt im Kirschblütenwald. Wir haben jetzt so ungefähr noch 5 Minuten. Ja, ich würde sagen, wir machen hier die die beiden anderen Räume noch. Sollen wir die Räume machen? Ja, wenn wir das jetzt schnell durchkriegen. Okay, hier, ich weiß nicht, also ups, zu spät geklickt. Ich kam hier eigentlich relativ gut immer durch. Weil manche Blöcke sind. Oh, schon wieder zu spät gerückt. Manche Blöcke sind 4 entfernt oder 3 entfernt und ein höher oder so. Und dann, ja, gab es halt ein paar Leute, die das nicht geschafft haben, wie ich jetzt gerade. Du machst das sehr beispielhaft gerade. Du machst das gerade super beispielhaft. So. Ist ja wirklich jetzt beispielhaft. Liegt daran, dass wir gerade aufnehmen. Natürlich. Übrigens, zur damaligen Zeit war es ja so, dass ich auch in der Map-Beschreibung geschrieben habe, dass sie sehr ressourcenfressend ist. Ja. Und das war damals auch noch so. Jetzt mit meiner jetzigen Grafikpower oder den heutigen Grafikkarten ist das alles kein Problem mehr. Also ich kann ja mal eben kurz auf F3 drücken. Ich habe eine, wo steht's? GeForce GTX 1060. Also das ist auch schon 1,5, 2 Jahre schon alt, die Karte. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und mit der geht's eigentlich recht gut. Ich habe dann aber auch mein ganzes System geupdatet im Vergleich zu dem Zeitpunkt, wo ich die Map hier gebaut habe. Oh. Ich glaube, bei den Jump'n'Run-Einlagen solltest du dich mehr aufs Jumpen konzentrieren und weniger aufs Drehen. So. So, dann gehen wir jetzt nochmal zu den anderen beiden Räumen. Die sind nämlich über diese Balkenkonstruktion zu erreichen. Ja. Hier ist eigentlich, jetzt hoffe ich, dass ich das jetzt hinkriege und nicht super abluse, das Geheimnis hierbei ist eigentlich, viele machen halt Einsprung und dann so. Pause, ne? Das Geheimnis hierbei ist eigentlich, muss man versuchen, in einem Flow durchzukommen. Und dann geht das auch relativ und dann schnell. Geht das schnell. Man muss halt den Abstand der Sprünge durch Diagonalen, also ich habe hier durch den Hebel, sieht man das, eine Leiter geöffnet, dass wir gleich nicht den ganzen Weg noch hinfahren können. Und das war eigentlich also das Geheimnis für diese Sache. Hier hinten gibt es keine Truhe, daher könnte man zwar hinspringen. Soll ich hier hinten hin? Da hinten gibt es etwas, was so aussieht, als wäre es ein Smaragd, ist aber kein Smaragd. Ich glaube, ja, das machen. Ah gut, ich habe ja die Leiter gemacht, alles klar. Hätte ich die Leiter nicht geöffnet, hätte ich es jetzt nicht gemacht, aber theoretisch ist das eine kleine. Also hier sind wir im in einem der Quergänge. Scheiße, ich hab's verkackt schon. Und da gibt's dann halt eine Truhe hinten und da ist, ich weiß nicht, was da drin ist, ein Slimeball. Oder so. Das Slimeball heißt, ich bin kein Smaragd oder so. Weiß ich jetzt nicht mehr so hundertprozentig. Sehen wir ja jetzt, wenn ich es schaffe. So. Hier sind wir in dem Sektor, der gegenüber vom Sicherheitssektor ist. Übrigens, ich musste hier halt immer Treppen machen, damit ein Sprung möglich ist, ohne dass man sich die Birne andötzt. So, dann gehen wir hier rechts. Da hinten war ein Gitter.
Achso, nee, ein Buch. Der Fahrer mit dem Kennzeichen, der auf dem Parkplatz steht, wird gebeten, sein Fahrzeug vom hinteren Hof zu fahren. Sonst wird er innerhalb von Minuten abgeschleppt. Was steht da nochmal im Buch? Genau. Dachtest du, hier wäre was Wichtiges drin? Dachtest du, hier würdest du was Cooles finden? Dachtest du, hier würdest du einen Smaragd ergattern? Da hast du falsch gedacht. Der Fahrer mit dem Kennzeichen. Das kann vorkommen, diese Doppelung, wenn man innerhalb von einem Ton Menü, glaube ich, öffnet. Also das war jetzt hier das Buch. Dann spielt er den Sound irgendwie nochmal ab. Das ist halt aber, Minecraft-spezifisch. Rechts warst du. Achso, da war ich noch nicht, ne? Okay, alles klar. Halt mitten im Sprung Bescheid bekommen, dass ich da nicht war und wollte umdrehen. Und dann habe ich den Sprung nicht geschafft. So, also nochmal hier rechts. Diesmal runter. Diesmal runter, genau. Hier gibt es keine zweite Abzweigung. Gehen wir hier runter. Hier ist übrigens die Lösung für den ersten Raum. Müssen wir uns merken. Blume, ja. Baum, Pilz. Ja. Und hier gibt es ein Kart. Und mit dem mittleren Knopf schickt man es los. Und mit dem linken und rechten Knopf stellt man Weichen um. Mit dem mittleren stellt man auch noch Weichen um. Nee, das ist nur der Start. Ach so, okay. Das ist eigentlich hier. Zack, zack, zack. Und fertig. Genau. So. Jetzt machen wir nochmal Blume, Baum, Pilz. Übrigens. Also es gibt viele, die spammen die Knöpfe, ohne zu warten, dass der vorherige Knopf wieder auf den gedrückten Modus rauskommt. Und das sind aber Leute, die halt Minecraft nicht regelmäßig gespielt haben oder so gespielt haben, dass sie diese Redstone-Mechaniken innehaben. Na, ja, es ist ganz oft so, es klingt jetzt wieder so total vorwurfsvoll. Aber ich versuche das mal so zu erklären. Ich kann mir vorstellen, dass es oft Leute gibt, die halt entsprechend die Funktionsweise von Redstone nur begrenzt verstehen und natürlich nicht im Hinterkopf haben, wenn ich einen Knopf drücke, was passiert denn da? Wie lange ist denn Redstone aktiv oder ja, was kann da alles passieren? Vor allem aber wird es dann noch schwieriger, weil man nicht weiß, was sind denn da für Sachen hinter. Ja. Die dann vielleicht das Signal verlängern oder verkürzen oder sonst wie was. Mhm. Und das macht es natürlich für viele, die meisten denken da gar nicht drüber nach. So. Jetzt sind wir eigentlich fertig für diese Aufnahmesession. Wir machen jetzt nochmal diesen Raum fertig. Aber dadurch, dass viele nicht nachdenken, was da alles hinten dran hängen könnte, spammen manche Leute natürlich einen Knopf und können gegebenenfalls sogar eine Redstone, Schaltung zerstören. Im schlimmsten Fall. Wobei eigentlich hier bei GBE, da hast du eigentlich relativ viel Sicherung auch eingebaut. Ja. Das schauen wir uns dann irgendwann mal an. Wir haben übrigens eben im Lüftungsschacht die letzten drei Credits bekommen. Genau, das heißt, wir können auch gleich einen Datenträger holen. Und das ist auch so eine Sache. Dieser Datenträger selber, das habt ihr ja auch gesehen. Oh shit. Der ist in diesem Raum in der Haupthalle zu haben und eigentlich vollkommen losgelöst von der Linearität, was man hier wo machen muss, muss man sich das Ding besorgen. Man hat den Hinweis, der kostet 8 Credits irgendwie, hoffentlich mal aufgeschnappt. Man hat im Missionslog die Info, dass man den braucht. Mhm. Und beim Rest appellieren wir, beziehungsweise hat der Daniel da halt an den Verstand des Spielers appelliert, dass er das dann selber rausfindet, wo man das Ding dann halt kaufen kann, ne? Für diese 8 Credits. Jetzt konzentriere dich jetzt mal hier. Kann ich erwähnen, dass ich die Map vor 2 Tagen testweise mal durchgespielt habe, um zu testen, wie viel Zeit wir brauchen. Und da habe ich, glaube ich, 3 oder 4 Stunden gebraucht. Ja. Natürlich auch ohne mir alle Schilder durchzulesen. Aber warte. So. So.
Jetzt können wir. Warte, soll ich mal den genau, Datenträger holen? Dann machen wir mehr oder weniger den 9 Uhr Raum fertig. Genau, und können dann beim 3 Uhr Raum quasi weitermachen, wenn es dann in der nächsten Folge ist. Übrigens, dieses System hier mit diesen. Also, man kann hier was reinstecken. Passiert nichts. Passiert nichts. Es passiert halt nur was bei den Dings, bei den Credits. Und hier kommt dann der Datenträger raus. Und der ist noch leer, weil das gehört natürlich dazu. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob der Missionslog sich dann auch noch aktualisiert. Nee, also das mit dem Missionslog war damals auch so, ich habe den ja etwas später eingebaut. Das heißt, ich wollte nicht bei jedem Fitzel an Informationen, den man neu bekommt, da was einbauen. Es steht ja auch drin, was man machen muss. Also solange man das nicht abgeschlossen hat, bleibt halt die Mission gleich. Ja. Das ist dann eigentlich immer relativ. Also ich denke mal, die meisten, die es ja geschafft haben, ob sie es jetzt im Let's Play gemacht haben oder ohne Aufnahme, die jetzt zum Beispiel unter dem Trailer der Map gesagt haben, ich bin fertig mit der Map und die war gut. Ja, ich habe jetzt gerade mal auf die Redstone gerade gezeigt, die ist gerade angegangen. Seit alle 4Ks hier sind. Das müsstest du eigentlich auch nochmal zeigen. Genau, alle 4Ks. Die sind alle hier reingefahren. Alle Lichter sind an. Hier muss man den leeren Datenträger reinpacken. Der wurde jetzt auch aufgesogen. Und auf magische Art und Weise wird er gleich woanders abgezogen. So, Karte ist drin. Das sagt uns das Kontrolllicht Giselher. Und Kontrolllicht Hedelius sagt uns, die Daten sind von. Übrigens, Hedelius ist eine Anspielung auf eine Firma, die CNC-Fräsen baut. So, hier kann man den entnehmen. Jetzt müssen wir noch den Knopf drücken. Genau, und auch was kaum einer gesehen hat, war der Ladebalken hier wahrscheinlich. Genau. Das war dann noch eine Pistenkonstruktion, die hier, wie man auch sieht, die Blöcke einfach reinschiebt. Genau, da ist Sand und mehr oder weniger schiebt Pisten die Blöcke zur Seite, dann geht der Pisten wieder zurück, ein Block Sand fällt runter. Ja, also sehr simpel gemacht. Genau. Nicht irgendwie mit so einem Conveyor Belt, wie heißen das Dinge? Also, dass irgendwas im Kreis sich dreht, sondern halt mit Sand. Ja. Ganz simpel gemacht. So, dann gehen wir nochmal eben kurz hier rein und werden unseren Datenträger los. Hier steht dann auch, was wir machen müssen. Beim nächsten Mal. Das werden wir uns dann angucken, wenn wir beim nächsten Mal die Sache machen. Genau. Wir werfen hier schon mal den Datenträger rein, dann geht, glaube ich, ein Lämpchen sogar an vorne. Genau. Und wie dann das zweite Lämpchen angeht, werden wir dann in unserer nächsten Folge uns angucken. Und dann machen wir weiter GBE 2. Richtig. Bis dann. Tschüss.